Willkommen zurück zu Kapuzenhausen und ich weiß nicht so richtig, warum wir hier sind. Um ehrlich zu sein. Weil ich bin orientierungslos. Wir sind scheinbar hier und ich habe auf meinem Zettel noch stehen, dass es noch Quests mit Alcea gibt. Und ich glaube, ich würde das nächste Kapitel anfangen, ne? Weil Buddy war ja erstmal nicht. Kannst ja nicht leiden und Dings will auch keine weiteren Quests machen. So, Kroni hat Unisch mehr. Judy. Gut, dann gehen wir nochmal zu Alcea und machen ihre komische Quest noch fertig. Obwohl ich das, glaube ich, auch im nächsten Kapitel kann. Das müsste ja, wenn dann, davon abhängig sein, ob ich mich den Berserker angeschlossen habe oder nicht. Level 30 für Arzt-Berserker fehlt noch. Ja, aber wir sind noch in Kapitel 1. Ich meine, das ist schon lächerlich genug, dass wir so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind, dass sich dieses Kapitel-Dings halt an einer Quest orientiert. Das war ja im Vorgänger auch so. Nachdem der Kapitel 1 fertig war, war das Restspiel auch irgendwie durch. Aber plus minus Feuerring. Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Feuerring wirklich so geil ist, wie du das hier die ganze Zeit beschreibst. Egal, holen wir uns mal unsere Quest bei. Ich hätte mal wieder Arbeit für dich, falls du Interesse hast. Aber sowas von. Warte mal, oder ich lade gleich nochmal, weil ich muss Nyra mitnehmen für Punkte. Aber ich will diese Option mal testen. Mal wieder? Kennen wir uns? Du hast für mich die Rottmolche und Häscher gejagt, die wir angeködert hatten, um mir ihre Innereien und Gehirne zu bringen. Deine Vergesslichkeit nimmt ungesunde Züge an. Du solltest an ihr arbeiten. Also hast... Ja, okay. Das geht ewig hier. Okay, genau. Das Ding ist halt, dass es wäre interessant, wenn dich verschiedene NPCs anlabern würden, mit dem Versuch, dich zu scammen und sowas tatsächlich ab und zu mal vorkommen würde, dass du halt wirklich mit Leuten redest und die so tun, als würden sie sich kennen, aber sie kennen dich eigentlich nicht wirklich. Weißt du, sowas halt. Aber das passiert halt nicht, ne? Also dich labern ja nie NPCs an, die ich nicht kenne. Insofern weiß ich nicht so richtig, wo das Spiel mit diesem "kennen wir uns" Dialog eigentlich hin möchte. Meine Fähigkeit, um Ecken zu fliegen, ist immer noch so ein Mittel, ne? Ob ich jetzt diesen einen Lärmpunkt bereue, den ich in Regeneration gesteckt habe? Oder im Handwerk? Oder im Bogenschießen? Oder dann doch noch das Bogenschießen eigentlich? Bogenschießen ist schon ein wichtiger Transferskill. Ich weiß nicht, ob ich jemals auf Magie gehen kann. Der Mana-Verbrauch ist schon echt ein bisschen... So, ich habe Interesse. Ich habe Interesse. Worum geht es diesmal? Ich habe die Unterrichtseinheit über Biotech-Wissenschaften beinahe abgeschlossen. Toll. Allerdings fehlt mir noch die größte Errungenschaft unserer Biotech-Ingenieure von damals. Das Herz eines Zyklopen. Fühlst du dich dieser Aufgabe gewachsen? Ja, vor allem, weil ich dafür keinen Meter weit laufen muss, weil ich habe ja durch Zufall gerade welche gelegt, ne? Ich habe das Herz eines Zyklopen bei mir. Du hast tatsächlich eines? Erstaunlich. Ich habe nicht damit gerechnet, wirklich ein Zyklopenherz für meinen Unterricht zu bekommen. Damit kann ich endlich den Bereich der Biotech-Wissenschaften in meinem Unterricht abschließen. Sag mir, was möchtest du dafür haben? Ich tue das für die Kinder. Nee. Mal gucken, ob mir das irgendwelche Brownie Points bei Nyra gibt. Nichts. Ich tue das für die Kinder. Erstaunlich, was Emotionen alles bewirken können. Ich bin dir sehr... Wie heißt das gleich? Dankbar. Ich bin mir sicher, die Kinder werden sich sehr freuen. Jetzt, wo ich sämtliche Materialien habe, um die Kinder in Mutantenkunde komplett zu unterrichten, benötige ich deine Hilfe nicht mehr. Ich danke dir vielmals, dass du mir dabei geholfen hast. Wir hatten schon die Befürchtung, diesen Unterricht ausfallen lassen zu müssen. Du hast dies verhindert. Ich werde mich jetzt schnellstmöglich daran machen, das Herz zu konservieren und vorzubereiten. Wir sehen uns. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Treibt es nicht zu weit und erinnert euch an die Übungen, naja, wie ihr sie wieder loswerden könnt. Das Ding ist halt, ich habe kurz überlegt, ob ich nach einer Waffe verlange, aber das ist wahrscheinlich auch nicht wahr. Aber hey, die gute Nachricht ist, wir sind jetzt Level 27, also können immer noch zum Erzberserker werden. Berserker. Aber wir haben noch ein weiteres Level gemacht und können jetzt den von Richard doch ach so viel erwünschten Feuerregen... Warum reden wir das hier? Den ach so viel erwünschten Feuerregen leveln. So, hier bringen wir was bei. So, ich hätte gern einmal Feuerring zum Mitnehmen, bitte. So, jetzt muss ich noch irgendwo hingehen, wo Gegner rumstehen, wo wir das mal testen können, ne? Wo ist die wahrscheinlich am schlüchsten gewesen, weil das Ding hier einfach durchzuleveln. Nee, das kann ich hier gar nicht durchleveln, ne? Weil, das müssen... Ach stimmt, ich habe nicht genug Int. Weil...
Das, deswegen ist voll das Wide-Albtraum hier, weil um das Ding hier rechts zu lesen und da runter zu scrollen, musst du halt irgendwie so quasi heißer Drahtmäßig den anderen Skillpunkten ausweichen. Das ist schon ziemlich dumm. Naja, sei es drum. Ich finde es übrigens auch ziemlich dumm, Mana zu leveln, weil ein Mana-Trank heilt nur 100 Mana. Also was bringt mir das bitte schon, Mana auszubauen? Also das heißt, stellt wieder her. So, unabhängig davon, was, da war ein Totenkopf, warte mal, dann gehen wir da mal hin. Aber habe ich die vier nicht schon umgehauen? Warte, ich müsste wahrscheinlich den Feuerregen erstmal auf eine Taste beinen, oder? Zweihändig, hier, Feuerregen, ist die 6 schon belegt? Ja, die 6 ist noch nicht belegt, okay, dann ist die 6, wird jetzt zum Feuerregen. So, was war denn hier? Ach, hier waren irgendwelche Flugviecher, oder? Bei Umständen habe ich die bereits alle getötet. Ich quicksave ja mal, während ich mit reinrenne. Ne, es sind Banditen, nice. Guck mal, Freunde, hier. Das hat nicht so viel, das ist um mich herum, oder? Okay, der Feuerring ist zweimal, ist es auf einmal mega effizient, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Echt jetzt? Wirklich? Ich meine, ich kann ihn ja zweimal zaubern, ne? Gibt ja nicht noch was? Ja, doch. Der Nachteil am Feuerregen ist, glaube ich, das tötet halt alles. Also auch diese... Es ist leider mein Mana alle. Wir können da nichts mehr machen. In dieser alten Bauweise. Ja, ja, gewiss doch. Ja, also das war der Feuerregen. Gegen unterlevelige Banditen auf jeden Fall recht effizient. Also auf jeden Fall wesentlich besser als diese scheiß Nova, ne? Kann ich nochmal respecken? Also die Nova ist ja im Vergleich dazu. Ich meine, irgendwie ist schon wie lächerlich, wie viel besser der Feuerregen ist. Also er ist jetzt immer noch nicht Gothic 2 Level an stark. Aber... Achso, ich glaube, ich habe die Ratten getötet, ne? Durch meinen Feuerregen. Naja, noch nicht Gothic 2 Level an stark, aber der war jetzt schon... Also der hat jetzt schon ganz gut zugeschlagen, ne? Also so ganz beschweren kann ich mir jetzt auch nicht. Also kacke war er jetzt nicht. Also ich hätte es mir wesentlich schlimmer vorgestellt, weil wie viel Schaden macht denn er jetzt eigentlich wirklich? Weil da stand ja nur 75 dran, aber das ist ja nicht, dass er wirklich einen Schaden macht. Er macht doch 75 pro Sekunde. Ja, aber das war doch mehr als das, oder? Ja, weiß ich nicht, also... Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen, die Gegner... Na gut, ich habe vorher tatsächlich gespeichert, aber ich habe keinen Bock, das hier nochmal zu machen. Und die Gegner mit Bogen behaken sollen, um mal zu sehen, wie lange das dauert. Und danach hätte ich dann halt entscheiden können, wie viel Schaden tatsächlich realistisch bei rumkommt. Ich meine, es ist jetzt ziemlich viel tot. Ich glaube, ich habe auch ein paar Ratten getötet. Warum auch immer es Minus... Also, Karma-Minuspunkte gibt, Ratten zu töten. Ist das irgendwie ein Flex auf die Morkons? Weil die jagen ja Ratten für Essen. Und... Denn ist natürlich vollkommen logisch, dass die Morkons schlechte Leute sind, weil sie töten ja Ratten. Was? Also, das ist zumindest irgendwie das, was ich mir jetzt vorstellen kann. Ach, guck mal, hier ist nämlich eine tote Ratte. Und für die habe ich nämlich Minus-Karma-Punkte gekriegt. Wahrscheinlich... So wenig, dass ich es für den Betrag des Fleischwertes wieder ausgleichen könnte. Ja, wow. Also gut, zumindest dieses Banditencamp ist tot. Mich regt übrigens ein bisschen auf, ist mir so aufgefallen im Nachhinein, dass die Banditencamps keine Lore haben. Hallo? Ist das was Größeres? Ne, ist wahrscheinlich nur so ein Rottenbeuch, oder? Also, das Ding ist halt, dass es ja schon gut ist, die Banditen da sind. Ich meine, manchmal liegen hier so Audiologs rum, aber das erklärt nicht so richtig, was die Banditen hier eigentlich machen. Und ich hätte gerne irgendwie eine, ist nicht so ein bisschen Hintergrundstory. Ich meine, in anderen Spielen wird das ja auch gerne mal erklärt, wo jetzt die Banditen herkommen, weil du wirst ja nicht von heute auf morgen, du legst ja nicht über Felsis Leute, sondern weil irgendwas anderes war schwer. Und ich glaube, teilweise hatten wir es ja auch, dass die irgendwie genug von den Berserkern hatten oder den Outlaws oder sonst wem. Aber halt irgendwie nicht so oft. Oh, guck mal, ein großer Extrink, das ist ganz gut. Ach ja. Schicken Sie ein Team zum Haupttor. Oh. Wenn Sie sich und die Liebsten zum Eigenes testen. Ah, ja. Die Straßen müssen umgehend geräumt werden. Wir erwarten in wenigen Stunden eine wichtige Waffenlieferung. Falls die Anweisungen von der Bevölkerung nicht befolgt werden, sind härtere Maßnahmen zu ergreifen. Die Waffen werden umgehend eingelagert. Der Code für die Kisten lautet
8, 4, 7, 2. Aha. Also, wer... Ich wiederhole mich jetzt, aber wer hat denn bitte schon dieses Sounddesign für dieses Dings gemacht? Weil erstmal ist da null Emotionen bei diesen Dings hier mit. Der Code für die Kiste laut Dings. Und vor allen Dingen, wer spricht dann auch so? Eine dringende Waffenlieferung. Beziehungsweise eine wichtige Waffenlieferung. Erstmal, das mit den Waffen würde, glaube ich, nie irgendjemand irgendwie erwähnen, weil entweder ist es eine Lieferung oder halt. Oder halt Transport oder irgendwas. Sag mal, das ist viel. Sage mal. Gegen so kleines Zeug ist die Plasma-Kiste tatsächlich ganz gut, weil sie damit nicht so zielen muss. Also nicht mit dem Bogen halt durchziehen muss, du kannst einfach abdrücken. Und das Zeug kippt dann einfach mal um. Oh ja, ein Knoblauchbrot. Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. So ein Knoblauchbrot, das wäre jetzt was. So, wo ist hier noch eine Leiche? Ach ja, die Ratte, die durch meinen Feuerregen gestorben ist. Der letzte ist er hier, so. Die deutschen Sprecher porträtieren von den deutschen Studios, wie aus nicht aus Deutschland. Germanception. Ja, das Ding ist halt, das Deutschland ist ja quasi das Land, wo es wirklich keinen Mangel an guten deutschen Synchronsprechern gibt, ne? Dadurch, dass wir als Nation ja wirklich alles subben und dubben. Ne, warte mal. Sublines, Subtitles. Okay, nee, wir dubben alles. Genau. Das ist eigentlich sehr unüblich, so Internet. Guck mal, erinnern wir hier in Elowand. Das ist ja eigentlich sehr unüblich international. Ich hatte mich neulich mit Richard darüber beim Handspiel unterhalten. Also. Dings. Aber das Ding ist halt, das sind so. Es gibt zum Beispiel nicht Sesamstraße. Wie heißt das hier? Lindenstraße? Genau, Lindenstraße. Gibt es zum Beispiel auch in Polen. Da wird das dann von einem Typen synchronisiert. Das ist mega witzig. Das ist dann ein Typ, der alle Rollen vorliest und du hörst im Hintergrund noch das deutsche Original und der spricht dann nur so rüber. Das ist richtig weird. Das ist die Qualität von Dubs, die du in anderen Ländern zu erwarten hast. Und dann kommen die Deutschen, die da wirklich jeden Film, hast du dann halt hier den Bruce Willis Synchronsprecher, dessen Namen ich gerade spontan vergessen habe, und hast halt so Leute, die wirklich markant richtig dolle gut sind und so Zeug. Und vor allem, du hast auch Experten im Übersetzen. Okay, die hast du auch nicht an jeder Ecke, aber ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die lustigen Taschenbücher, beziehungsweise das Disney-Zeug, was früher noch von Erika Fuchs übersetzt wurde. Weil die ist maßgeblich dafür verantwortlich, zum Beispiel, dass im Deutschen die Stimmen, die Begrifflichkeiten so, die früher in den Mickey-Maus-Heften so benutzt werden, das hat ja mal so ein bisschen so was ähnliches Hörgespicktes. Weil eigentlich in dem englischen Original sprechen die, ist die Sprache eigentlich wesentlich, ich sag mal, kindgerechter und damit auch langweiliger. Und nur im Deutschen ist es halt so. Ich wollte das gerade tippen in der Tastatur. Wo gehe ich denn hin? Nur im Deutschen ist es halt. Geht doch. Was haben wir denn hier schönes? Wow. Wow. Oh. Nee. Nur im Deutschen ist es so hochtrabend mit Typ Sappalot. Ich will gerade kein Beispiel, aber auf jeden Fall Erika Fuchs ist auf jeden Fall der Begriff. Die ist neulich auch gestorben, glaube ich. Gab es ein großes Gedenken. Das kann man mal googeln. Das gibt es doch einiges mehr zu lesen. Nein, auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall massig deutsche Synchronsprecher, die wirklich richtig was im Kasten haben. Und ich frage mich halt wirklich, wie wenig Budget sie hatten, dass sie das nicht sich nicht leisten konnten. Also wir haben ja nicht mal unseren guten Herrn Sabel, der sonst in jedem Spiel synchronisiert. Nicht mal der macht hier mit. Das ist schon ein Wunder. Den findest du sonst in jedem deutsch synchronisierten Spiel wieder, den guten Mann. Und heute mal ausnahmsweise nicht. Also zumindest Alex nicht. Naja. Insofern, soviel zum Thema deutsches Qualitätsspiel. So, der Marker kann auf jeden Fall weg. Gut, haben wir Feuerring getestet, war doch schön. Judy, so, haben wir jetzt noch irgendwelche Quests, bevor ich hier den Sack zumache? Ich kann auf jeden Fall nochmal einmal int leveln. Nee, kann ich nicht. Wie viel kostet mich ein Level? Ein Level kostet mich 5 Punkte. Wie willst du denn das machen? Das ist lächerlich teuer. Ich meine, wie soll ich denn sowieso jemals auf 70 int kommen? Das ist ja schon brutal. So, hier genau, das bringt mir nochmal einen Lernpunkt. Das ist ganz geil eigentlich. Das ist ja eigentlich für lustige Schlüssel. Die Schlüssel sehen zumindest ganz dafür aus. Da könnten wir theoretisch, wenn wir noch irgendwie auf 70 in kommen würden, könnte ich tatsächlich nochmal die Damage-Stufe leveln, aber kann ich halt nicht, weil ich nicht auf die in komme. Naja, Judy. Dabei ist auch der, naja. Ich würde ins Log schauen. So, warte mal. Schrecken der Erkenntnis. Karja ist schockiert. Das können wir im nächsten Kapitel erst machen. Wahrscheinlich. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas, dass sie sich tatsächlich durch den Alex-Konsum oder so verändert hat, dass es der Einfluss der Fremden ist oder. So, ein Dieb verhalver. Ach ja, richtig. Ach ja, das war bei den Banditen, ne? Das war bei den Dings. Auf dem Weg zum Erzbeweis.
Ein Spitze für Jasma. Er kann nicht, warte mal. Das zählt zu den auf dem Weg zum Erzberserker? Also ich kann auch mit dem Ding bei Jasma. Das müssten wir eigentlich nochmal ausprobieren. Im nächsten Kapitel dann wahrscheinlich. Ob ich damit dann tatsächlich zum Erzberserker werden kann. Weil das ist hier unter der Kategorie auf dem Weg zum Erzberserker. Und das ist jetzt die Frage, ob das damit dann irgendwie trotzdem gehen soll. Mit den Dingensen. Naja, klauen wir erstmal die. Hätte ich für den Outlaw sich beibringen, oder? Okay, will ich ja nicht machen. Elektrosimulatoren, das wird auch nicht passieren. Okay, an sich können wir jetzt eigentlich noch die Wachen beklauen. Wie auch immer das funktionieren soll. Weil wir haben ja schon gesehen, dass das Schleichen nicht so maßgeblich interessant ist für die. Achso, da steht halber vor. Haben sie das nicht schon gemacht? Die Truhe ist leer. Ah, ich lasse mal gespeichert. So. Ah, ne, warte mal. Passt das? Na, ja, fast. Naja, 8 ist ja logischerweise größer als 3. Und 3 ist... Ne, das muss ich nicht. 2 und 3, ja. Okay, gut, das letzte ist dann natürlich eine 1. Wow. Geht doch. So, ist es das, was ich jetzt in die Wachpläne? Okay, gut. Das sind sie. Ich sollte die Wachpläne zurück zu Jasma bringen. So, okay. Und das ist die anderen Truhen hier, die ich leer räumen sollte. Ah, die habe ich noch nicht leer geräumt. Schön, dass es am helllichten Tag ist, ne? Das war in... Welches Spiel war denn das? Ach, Deus Ex. Genau. In Deus Ex hast du nämlich deine Umgebung noch gesehen, während du gehackt hast, glaube ich. Und das war ganz interessant, weil das hat das wesentlich spannender gemacht, so Truhen mal spontan zu hacken. Computer zu hacken, während die Wachen rumgelaufen sind. Und das hat das eigentlich ziemlich viel Nervenkitzel gegeben. Das hier ist echt ziemlich stumpf, ne? So, was soll ich hier genau klauen? Alles? Also ich meine, mein Auftraggeber hat mir gesagt, ich soll nur bestimmte Sachen rausklauen. Das Problem ist bloß, das ist schon lange passiert gewesen, wo es das hieß. Das bin ich mir nicht so ganz sicher, verhalber, ne? Ach genau, da wollte ja irgendwie das Problem aufmachen. Mal sehen, ob er mich gleich verrät. Ich bin ja gespannt. Nee, hä? Warte mal. Früher oder später musste das ja passieren. Hat er nicht gesagt, dass ich ein Dieb verhalber? Halber wird das nur... Achso, im oberen Viertel sollen Sachen gestohlen werden. Ja, habe ich doch schon ausreichend gemacht, oder nicht? Was will er denn noch, dass ich hier stehle? Ich bin doch hier schon ordentlich eingebrochen. Ach so. Hier sind auch noch Wachen. Schläft noch die Nachtwache. Boah, das ist ja interessant. Naja, auf jeden Fall so ein Diebstahlsystem, wo du halt die Wachen, wo du halt das so Patrouillenwege hast, ist halt wesentlich spannender als dieses hier, wir schleichen hier und das ist halt ein Skillcheck, ob du entdeckt wirst. Und wenn du bald entdeckt wirst, dann war es das halt gewesen. Das ist halt wesentlich spannender, wenn du das in der Bewegung machen wirst und das eine gewisse dynamische Tendenz. Das war wohl nichts. Weil diese Minispiele hier sind halt mega langweilig, weil wenn ich hier nicht unfassbar lange brauche, kann hier eigentlich nie irgendwas passieren. Weil, ich meine, hier kommt halt keiner, ne? Ich kann halt das Schloss hier in aller Ruhe leer räumen. So, was soll ich hier klauen? Ich hab vergessen, was ich klauen sollte. Ach, guck mal hier, die Diebespezialisierung können wir noch. Oder kann ich vielleicht mit der dann bei Red einschleichen, wenn ich Diebstahl Dings hab? Mist. Das geht natürlich nicht so einfach. Ja, aber diese Minispiele sind nur dann sinnvoll, wenn es um was geht. Das ist wie in GTFO, was ich dringend mal wieder spielen muss. Das ist eigentlich so ein gutes Spiel, aber es ist leider immer so anstrengend. Es ist so ein Extraction-Dingsbums, nur ein Hardcore-Spiel. Warum sind hier Dietrich hier drin? Das ist auch keine Frage, die niemand stellt, oder? Und da gibt es halt auch so eine Sachen auf Zeit, wo du halt tatsächlich irgendwie an irgendwelchen Konsolen und welche Sachen eingeben musst. Und das ist dann sicher relativ trivial. Aber wenn die Monster an der Tür klopfen und deine drei anderen Mates gerade beschäftigt sind, irgendwie den Zugang zu verteidigen und du da halt irgendwie in so einen Computer schnell irgendwelche IPs reinhacken musst, dann wird das halt wesentlich spannender. Und dann ergeben Minispiele Sinn. Aber hier so ein Minispiel zu haben, während... Achso, Beutel mit Wertsachen sollte ich klauen. Oh, upsie.
Dann ergibt es halt überhaupt keinen Sinn. Weil, das, ich meine, was bringt mir das hier zum tausendsten Mal, das Schlossknacken-Minispiel zu machen? Zu einfach. Wie langweilig. Das dürfte alles gewesen sein. Na komm, ich glaube einfach alles. Weil das gibt mir halt nichts. Das ist halt unendlich langweilig, dass ich hier irgendwelche Truhen leer knacke. Hier hätte ich vielleicht Nasty mitnehmen können, ne? Na, mal gucken, was Dings dazu sagt, ob ihr das irgendwie gut findet, dass ich Leute beklaue. So, Halver, grüß dich. Wegen der Diebstähle. Ja. Ich habe, was du wolltest. Alle Wetter. Du hast ja richtig Talent. Zum Glück kämpfst du für eine gerechte Sache. Ja. Es wird nicht lange dauern, bis die Wachen selber ein Interesse entwickeln, ihre Kontrollen zu verschärfen. Und sobald sie Red damit in den Ohren liegen, suche ich ihn auf und kriege meinen Willen. Aber ich bin dir noch etwas schuldig. Was wollte ich von ihm? Hier, deine Sicherheit. Ach ja. Und diese Gegenstände werde ich aus meinem Inventar streichen. Danke, dass du mein Vertrauen nicht enttäuscht hast. Aha. Ja, wow, okay, gut. Schön, dass wir diese Quest gemacht haben. Jetzt kann ich wahrscheinlich einen Tag später wiederkommen und gucken, was passiert ist, oder? Naja, gut, dann ist ja, haben wir ja tatsächlich noch was erreicht. Das ist ja klasse. Ich trinke übrigens heute einen Tee, den ich irgendwie mehr oder weniger im Boden einer Mix-Teekanne gefunden, also einer Teepackung gefunden habe, wo lauter verschiedene Teesorten drin war. Das ist Kirschbanane von Teehaus. Ich glaube, der ist ein bisschen abgestanden. Der schmeckt nicht so gut, sag ich mal. Aber der liegt da, glaube ich, der ist noch in meiner alten Wohnung. Also ist der mindestens 2 Jahre alt. Ah, so schmeckt er auch. So schmeckt er auch. Ach, naja, gut. So, dann geh mal pennen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es da wieder heißt, LX2.